Nach der letzten etwas fehlhaftigen Folge geht es jetzt natürlich umso spannender weiter hier bei Zelda Skyward Sword, U-Mode im sechs Herz und natürlich auch noch mit, wieder mit Link, der ein bisschen vorsichtiger ist, wie es aussieht mit seinem, ja doch schon hübschen Schild, aber natürlich noch nicht dem vollständigen, upgradeten Schild, was ich dann auch nachholen möchte, weil wir ein bisschen mehr Kohle haben, weil 30 Rubine da links oben ist ein bisschen wenig, wa? Nun gut. Jetzt aber erst einmal die Prüfung der Göttin, die Prüfung in Eldin, die, um ehrlich zu sein, ziemlich kacke ist, Freunde, aber gut, wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, ich kann es noch. Ich erinnere mich an das letzte Mal, Nein, ich wollte ausrichten. Alter. Ja, ich erinnere mich noch an mein letztes Skyward Sword Let's Play, da, naja, war nicht schön, aber egal. Kurz gucken, so, jetzt geht's. Ah, geht doch. Was zum Henker war, nehmen wieder los, aber ja, die Fernbedienung halt. Die V-Motion Plus, das ist ein Geheimnis für sich, wa? Aber noch besser als irgendwie die Kinect-Steuerung von der Xbox 360, wa? Alter, ist das Teil vielleicht eine Kack-Niesthese, was hab ich noch selten erlebt. Aber egal. Oder auch die PlayStation Move, ist der gleiche Schrott. Du, alles Nintendo Fakes, naja. Und einfach billige Nachmacherei. Also eins muss ich... hätte beinahe Navi gesagt. Eins muss ich frei lassen, sie ist zwar ein Nervenzirkel, aber singen kann sie echt nicht übel. Und Link natürlich voll in die Seiten reingehauen. Also dem werden natürlich die Fingerkuppen wehtun. Das ist offensichtlich. So, stoß das schwendige Symbol und stell dich der nächsten Prüfung. Stoß natürlich mit einem großen deutschen Doppel-S, wie auch immer das gerade nennt. Ich weiß es auch nicht, weil ich als Schweiz kenne das nicht. Naja, ist auch egal. Rein mit dir! Ich sagte, rein mit dir! Geht doch. Ach ja. Die Bewegung mit der Fernsteuerung. Fernsteuerung, sage ich immer, mit der Fernbedienung, Mensch. So, willkommen in den Sairen zum dritten Mal. Also in Twilight Prince gefällt es mir irgendwie besser. Weiß auch nicht wieso. Ich meine, es war hier auch so schön und so schön idyllisch gehalten, ein bisschen geisterhaftig halt, aber der Sinn war in Twilight Princess ein bisschen besser erklärt. Nun ja, Gebieter Michael. Ja, Dienerin Fei. An diesem Ort wird eine Kraft auf die Probe gestellt. Dies ist Dien Sairen. Was sind Sätze, oder? Dies ist Dien Sairen. Zu schnell gesprochen, verstehst kein Wort davon. Um den letzten der Flammen, die dein Schwert stärken zu erhalten, muss diese Prüfung bestehen, Gebieter. Prüfung bestehen muss ich immer. Leute, könnt ihr. Ist eigentlich ein gutes Vorbild zum Spiel, weil ganz ehrlich, egal ob ihr zur Schule geht, Weiterbildung macht, später eine Arbeit habt, irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine Weiterbildungsmöglichkeit in der Arbeit, irgendwie jobmäßig was machen müsst. Ihr habt immer eine Prüfung zu bestehen. Gut, natürlich auch privat für Beziehungen und so, aber das ist ein anderes Thema. Das ist dann schon um einiges komplexer, aber gut, Prüfungen. Das Leben besteht nur aus Prüfungen. Du hast ein Gefäß erhalten, diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wider. Das hat dann ein Gefäß, eine Pflanze. Also mal ganz ehrlich. Aber gut. Ist nicht mein Problem. Bring das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist und deine Seele wird wachsen, Gebieter. Als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Ja, neue Fragen an mich. Ja, seit wann sind eigentlich... Entschuldigung, Spoiler. Ja, seit wann sind eigentlich diese Gegenstände eigentlich... Naja, wir sehen es uns später. Auf alle Fälle, seit wann sind das... Naja, egal. Erklär mir, du... Nee, wollte gerade Entschuldigungen, zwar aber gerade irgendwie wissen. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. Dankeschön, Fei. Ja, hast du was angeklickt, ohne zu schauen, was gerade war. So, unser Problem, Freund. Dort ist das. Also, Problem. Naja. Das ist bereits das erste. Das könnte heikel werden. Naja. Weil ihr seht, dort ist bereits ein Typ. Was machen wir? Also, hab gerade was gehört. Na egal. Mann. Was, mach immer den falschen Knopf. Mach immer C statt Z. Ah, das ist ein bisschen bei Chronicles. So. Eindringling! Alarm! Alarm! Da kommt er schon! Da kommt er schon! Na, soll er mal. Du bist doch zu blöd zum Kacken! Und vor allem nicht zu erwischen! Und schon habe ich die erste von Diensttränen!
Sollen alle 15 diese Prüfung zu bestehen? Ich hasse Prüfungen. So, wo sind sie jetzt überall? Ach du Scheiße, ich erinnere mich. Ach nö, das war ja hier so kacke doof. Komme ich eigentlich hier problemlos runter? Falls auf Arsch brennt, stehe dann schon. Sonst nicht unbedingt. Wow. Okay, welchen Weg gehe ich zuerst? Wohl den, wa? Genau, genau. Hier komme ich auch weiter. Genau, ich muss wieder runter. Segeln? Ist doch eine gute Idee. So, ich hoffe mal, ich gehe jetzt den richtigen Weg. Wenn nicht, dann... auch ein Problem. Wow, wow, wow. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ich glaube, letztes Mal habe ich es ja übersehen gehabt. Ich hatte mich dann einige Kommentare, dass ich den am letzten Mal übersehen habe. Den Finsterhalbmond. Aber wisst ihr, Freunde, ich mache niemals zweimal den gleichen Fehler. Niemals. Never ever. Mann! Außer mit dem C und mit dem Z-Knopf. Da mache ich immer den gleichen Fehler. Egal. Wie das dein hat, weiß ich allerdings auch nicht. Ah, deswegen. Ich dachte gerade, hm? Aber hier oben hat sie auch. Also natürlich hier von Wänden und so. Na, überhaupt nicht mehr warm. Kein Problem. Kein Problem. So, kurz auffrischen, weil wir kommen nicht mehr zurück. Aber hier muss ich aufpassen. Das ist gefährlich teilweise. Wow, wow, wow. Genau, und jetzt wird es heikel. Wo muss ich jetzt links? Wo muss ich lang? Links, rechts? Ja, hier runter stimmt so ungefähr. Gut, dann muss ich da lang. Wow, wow, ist ja beinahe schief gegangen, Alter. So, ich muss nochmal hoch. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ui. Und da bin ich. Toll, war lustig. Nochmal, nochmal. Kann's vergessen. So. Ja, Mann, ich bin vorbeigesegelt. Ich Doofkopf. Manno. Ich muss aber beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich nehme jetzt nur den damit, den noch nicht. Und gehe gleich wieder hoch. Wuhu. Oh Mann, hat sie noch einen oben gehabt. Hey, hab ihn doch vorhin gesehen. Mann, also manchmal, ey, da kennst du einen einfach nur. Bam! Facepalm und so, nicht wahr? Wann der jetzt? Ich hoffe, ich sehe ihn noch. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn! Korrektur, ich habe ihn gesehen. Muss ich da rüber segeln? Ja, genau, das war so. Ich glaube, dazu musste ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wow, 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 wow! Alter! Schleudertraum auf dem Allerfeinsten, aber egal. Also muss ich hier runter. Ein bisschen da das Rosenblatt oder das. Nee, Gänseblümchen wohl eher. Auge behalten, weil das Teil. Naja. Wow. Hi, hat geklappt, cool. So, wo geht's jetzt weiter? Runter, gut. Wow, la 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 lo. Hallo, Typi, hier bin ich. Bin da, wer noch? Naja, ihr kennt's ja. Geh ich jetzt zuerst hoch, geh ich runter, geh mal zuerst runter, wa? Und danach halt einen umgekehrten Weg zurück. So, den nochmal kurz zum Gucken. Ja. Geh ich am besten zuerst mal. Weil sonst vergesse ich den und das wäre. Nicht sehr schön. Wie viel habe ich jetzt insgesamt? 6 Stück. Das ist toll. Das ist super. Das freut mich. Auf meinem gelachten Arsch. Das freut mich weniger. Ach nee. Hui. So, jetzt keinen. Sehr schön. Jetzt hier rüber. Wie sah. Alter. Mein Arsch verbrannt. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja. Hat sie auch noch einen? Na, natürlich hat sie einen. Ganz schön fies versteckt, die Gute. Na, wartet. Oh, hier muss ich rüber. Ach du Scheiße, erinnere mich. Das war heikel. Heikel, sagt der Michael. Nö, war gar nicht heikel. Hä? Was quatscht der Michael da wieder? Ich weiß nicht, Leute, ich weiß es nicht. So. Hoppala, zoppala und zuppala. Cool. Hoppala, zoppala, zoppala. Juhu. Cool, was sind die Nächsten? Ach du Scheiße. Was soll das denn? Habt ihr den gesehen? Der hängt in der Luft. Achso, das ist Seil. Ja, jetzt sagt es auch. Entschuldigung, hab gerade das Seil nicht gesehen. Können wir wieder abseilen lassen. Wow, das war aber ganz schön knapp.
Anhalten, ich habe Zeit, Freunde, ich habe Zeit. So, gut. Ja, falsch, so herum. So ein bisschen schwingen. Seht ihr? Und schon bin ich wieder super drauf. Link. Wow, das war geil. Gut, Freunde, sieht soweit ganz gut aus hier oben. Ach so, hier ist einer, gut. Dann habe ich hier gerade in hier noch einen übersehen. Sieht nicht so aus. Nö, hier ist alles ruhig geblieben. Schön, da drüben ist noch einer. Der wird heikel, der wird weniger heikel. Gut, gut. Au. Alter. Linky, Linky Boy, Linky Boy. Also manchmal. Gut, gut, gut. Ah, viele fehlen nicht mehr. Viele fehlen nicht mehr, Freunde. Wir schaffen es. Sind noch gut in der Zeit drin. Das ist supi-dupi. Sagt der Meister Schruppi. Ja, ich weiß nicht, was ich euch erzähle. Hey. Erzähle. So rum. Sander wäre Schweizerdeutsch und tut hier nicht zur Debatte. Oh, ich überlege gerade. Kommt man da eigentlich problemlos durch? Sprich, wenn ich in die Lava falle, ist dann Game Over? Oder aber kommt dann irgendwie wieder so ein Seelentyp und sagt, ja, wir haben dich entdeckt. Du hast einen Arsch gebrannt. Haha. Wow. Alter! Na toll, gerade jetzt muss die Motion Plus mucken. Oh, lalalala, Alter. Na klar, balancieren, du bist gut, hey. Oh, das Teil muss er gerade irgendwie um 180 Grad nochmal drehen und so. Das ist. Oh, Alter. So. Drei Stück müssen da oben sein. Eins, zwei, drei, alle drei sind oben. Schön. Freue ich mich. Nee, eben nicht. Wieso? Ganz einfach, muss ich wieder zurückkommen. Hä? Ja. Schöne Scheiße, wa? Genau das ist das Problem, wieso man eigentlich diese Mission, und ich erinnere mich jetzt glaube ich wieder zurück, dass ich damals im ersten Scouts und Let's Play das auf die gleiche Art und Weise gemacht habe wie hier jetzt, und das natürlich fehl war. Ich verliere hier viel zu viel Zeit, viel zu viel. So, jetzt aber ganz schnell, ganz schnell. Kann ich hier eigentlich wieder irgendwie zurück? Hatte ich gehofft? Nee, natürlich nicht, oder? Ich habe zwar hier einen Finsterhalbmond, aber wie gesagt, ihr verliert Zeit. Zeit, die ich nicht habe. Eine Ausdauer, die ich auch nicht habe. Verdammt nochmal, hätte einen auf dem Rückweg behalten sollen. Oh oh, nee, ich muss sogar da wieder durch. Ach du grüne Neune. Oh oh, oh oh. Ausdauer sammeln, Freunde, Ausdauer sammeln. Oh oh. Das falsche. Nein! Nein, nicht zu link! Oh oh! Oh oh. Was jetzt? Kommen die anderen? Na, was zum Alter? Ich gehe doch nur nach rechts. Leute, es sind gleicher Fehler wie damals. Genau das meinte ich, genau das meinte ich. Oh oh. Jetzt wird's übel. Ich hätte mir die hier unten zuletzt holen sollen. Oh oh. So. Jetzt wird's lustig. Ah, ich bin sicher, sind alle wieder an ihren Plätzen. Ist einfach nur ein Problem. Verdammt nochmal. Mir fehlen drei Stück, das ist niemand da oben. Ich habe keine Blume mehr, nichts mehr. So, Leute, ich habe eine gute Idee. Ich mach's wie damals beim letzten Skywars Let's Play. Ja, und wenn an dieser Stelle die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Nee, mache ich natürlich nicht. Diesmal nicht, diesmal mache ich es anders. Vielleicht besser, vielleicht doch schlechter, da ist er bereits. Das wusste ich doch noch, dass er gleich hier zu Beginn ist. Na, bravo. So, das habe ich geschafft. Das Problem ist nur, ich glaube, der andere ist da wo weiter unten, wa? Moment mal kurz. So, wo ist der jetzt? Nein, der ist genau da drüben. Scheibenkleister. Wie komme ich da wohl ein bisschen durch? Wow, so sicher nicht. Aber so könnte es was werden. Bingo. Gut, jetzt muss ich da hochkommen. Ach du grüne Scheibenkleister, erinnere mich. Damit habe ich es glaube ich nicht geschafft. Und ich habe nichts dazugelernt, wie es aussieht.
Natürlich, das Werk der Hoch schneller als ich, oder wie wollt ihr mir das erzählen? Oh oh. Wow. Ah, da ist bereits. Aha. Ja, ich bin halt klüger als der dämliche Geister. Verdammt. Aber ganz ehrlich, kommen da überhaupt dumme Schale durch? Also sprich, unentdeckt zu werden? Ich weiß am besten will nicht wie. Na klar, die Abkürzung. Mann, ich will zurückgehen, runtersegeln und so. Nö, geht nicht, du musst so runter. Naja. Wir haben keinen Timeout mehr. Schön. Das Leben ist nur. Ja. Die Monsterpatrouille ist noch hier. Ja, jetzt kann ich Luigi gut gebrauchen. So. Wenn der durch ist, war. Nee, ist auch nicht gut, dann kommt der untere wieder. Doch, das wäre genau perfekt gewesen. Scheimkleister. Also, wenn der durch ist, das heißt jetzt. Aha, seht ihr, geht doch. Moment mal, hier war doch auch einer, oder? Hier an der Wand nicht? Ah, wusste ich es doch noch. Ich habe mich erinnert, Freunde, ich habe mich erinnert. An das Let's Play vor etwa einem Jahr oder so, glaube ich, oder? Mittlerweile schon her. Egal, wir haben es geschafft, Freunde. Dienstprüfung absolviert. Ich habe so den gleichen Scheiß gemacht wie vor einem Jahr, aber wir haben es geschafft. Und da sagen doch einer, man lernt aus seinen Fehlern. Mhm. Na klar. Egal, du hast die Feuerringe erhalten, ja. Dienstkraft, mhm. Ein der drei Schätze der Göttin, mit ihrer Hilfe kannst du selbst der größten Hitze trotzen. Oh ja, Link der Trotzer. Was zwar Feuerringe jetzt mit großer Kraft zu tun haben, da kann man wieder das Fach simpeln und so, aber Hauptsache ist doch, sie wirken. Und sie stehen links sogar. Naja, man sieht es zwar kaum, aber egal. Willkommen zurück, Gebieter. Auf der Wii U wird man sicher besser kennen. Ich schätze, dass dir die Feuerringe erlauben, in heißen Bereich einzudringen. Ich dachte am ersten Mal, dachte ich echt. Ich schätze, dass dir die Feuerringe stehen, in heißen Bereich einzudringen, etwa so. Gut. Ich empfehle dort, nach der Heiligen Flamme zu suchen. Ja, wo soll sie denn sonst sein? Also, fein, manchmal, hey, die muss ein Maß noch nicht kennen. Geht gar nicht anders. Gut. Kurz abspeichern. Das habe ich mir, glaube ich, verdient, Leute. Safety first. Ja, ja, schon gut. Ach, wir haben es geschafft. Hey, wir sind zwar kaum und irgendwie ein Rubin reicher, aber ist ja egal. Wir kommen jetzt weiter hier, weiter in das Gebiet. Habe ich etwas übersehen? Nö. Oh, Risiko-Rubinjagd. die gehe ich vielleicht am Schluss nochmal kurz, aber ganz ehrlich, das Teil ist sowieso scheiße. Ich meine, im Prinzip ist es aufgebaut im Minesweeper und diejenigen unter euch, die das kennen, so Windows-Spiel, nicht wahr? Aber ganz ehrlich, da ist Minesweeper einiges einfacher als das. Es ist wirklich ein Glücksspiel und Minesweeper, da kannst du berechnen. So ein ist ein schönes Strategiespiel, was ich auch gerne zocke. Ab und zu, aber schon länger nicht mehr gemacht, dass man gerade so einfällt. Aber trotzdem, das hier ist kein Minesweeper, das ist einfach nur. Kacken doof, so. Wow, Alter. Gut. Wuhu! Hoch mit dir, Linky Boy. Linky Boy, willst du mich etwa verlinken, oder? Achso. Ist nun ein einsamer Schmetterling. Du, ich kann ein paar Feen wieder gebrauchen. Naja. Ein Fünfer, ein Einer, nochmal ein Fufi. Fufi, Einer. Das alles? Mager Ausbeute. Man will noch den Bogen zwar mal upgraden, ich will ein Schild noch upgraden, also da muss ein bisschen mehr herkommen als so. Ein paar. Alter! Ein Käfer verarscht mich! Geht doch, meine Güte. Eldin ist gabios gefangen. Dieses Insekt liebt alles, was stinkt und rollt in sein Nest. Ach, deswegen mag es Link. Bitte was? Link stinkt nicht. Ich meine, Link, das kommt ja von verlinkt, sprich, du es mit dem Spiel identifizieren. Das heißt, wenn Link stinkt, müsste ich ja auch stinken. Ja, und hier klagt das Unlogische schlechthin, wie so. Wo ist der Käfer hin? Ja, da. Alter! Klar haut er erstmal ab. Ich will nicht gefangen werden. Tschüss. Leute, mal ganz ehrlich. Link brennt jetzt nicht mehr dank den Feuerringen. Alles klar. Wieso brennt der Köcher nicht? Hat er auch Feuerringe auf oder was? Naja. Das ist also der südlich heiße Bereich. Man sieht schon alles voll Lava, die Wände. Puh, also mir ist definitiv zu warm. Ich denke mal euch auch. Und deswegen gönnen wir uns mal eine kleine Abkühlung und springen da rein. Na, Link? Machst du es uns vor?
Oh, ich glaube, das ist eine gute Antwort. Natürlich auch eine gute Antwort, natürlich. Auf das Ende der Folge hin, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Skyward Sword HUMODE. Im Sears Herz waren, dann geht es natürlich ab in den ganz, ganz heißen Bereich. Oh, oh. Mal gucken, was uns da so Schönes erwartet, nicht wahr? Die Luxussauna schlechthin, naja, egal. Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.